Die geht jetzt hin zur Ampel und läuft jetzt über die Fußgängerzone. Will die mich verarschen? Das ist doch die! Was machen sie denn? Sie gehören in der Klapse! Die schreien immer alles zusammen. Da wird ja nichts sein, oder? Ich habe immer Angst, dass man vielleicht doch noch irgendwelche Türen öffnen könnte. Aber ist ja eigentlich nicht so ein Spiel. Doch, obwohl bei uns im Department, da kann man auch überall durch. Bei den meisten stehen. Level 2. Ah, dritter Stock. 304. Okay, gut, da wird er nicht mehr sein. Dann gehen wir hoch. Dum, dum, dum. Dum, 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 dum. Kollege, hast du Hackenschuhe an oder was? Mal ein bisschen Licht hier reinmachen. Lauf mal nochmal, Kollege. Hat jemand die Tür zugemacht? Hab ich hier was gehört? Aufmachen! Okay, wir gehen höher. 304. Oh, kann man hier raus? Ein bisschen Ausblick. Ein bisschen Ausblick hier. Oh ja, komm. Oh! Oh, oh na immer. Ja. Ach, oh, schön. In L.A. Nice. Schön. Das muss doch auch mal sein. Man muss auch mal genießen im Job. Ja, mach die zweite Tür noch auf. Ein bisschen Durchzug hier, ne? Miss? Phelps, this could turn ugly. Forget about knocking. Let's take our boy by surprise. Okay. Hey, what the fuck? LAPD, motherfucker, you're under arrest. Oh! Oh, shit. Lass meinen Kollegen in Ruhe. Junge! Alter, ich wusste es. Ja, wollt ihr ja nicht hören, oder? Ich hab den anderen schon erzählt, mit denen ich geschlagen habe, geboxt habe. Ich war mal Straßenkämpfer, ne? Du hast verkackt. Ja! Tja, einen echten Straßenkämpfer kannst du nicht zu Boden kriegen, mein Junge. Pass lieber auf. Ich brauche nur eine Dreier-Kombo, mein Freund. Ich brauche nur eine Dreier-Kombo. Kein Zwei! Sogar nur eine Zweier bei dir, mein Freund. Was ist denn mit dir los? Ein Zwei! Oh mein Gott, bei dir schaffe ich ja nicht mal eine Dreier-Kombo. So wenig hältst du aus, mein Freund? Wie wär's mal mit einem richtigen Schlag in die Magengrube? Pass mal auf. Ja! Oh. Tja. Du hast da was verloren am Boden, mein Freund. Damn. They got some decent shots in there. Cop these sons of bitches, Phelps. LAPD, you two are under arrest. Call for some backup, Finbar. Schön gewehrt haben sie sich eh. Galloway, badge number 564. I need a prowl car at the apartment building 330 North Hill Street. Two suspects need transporting to Central. Your wife has been murdered, Angel. Antonia? Oh, God, no! Where were you last night, Angel? I was here with my brother the whole night, goddammit! You think I'd kill my own wife? Man weiß ja nie. Sie greifen uns ja gleich an. Get the whole place going over, then talk to the neighbors. Oh, ist eine sehr gute Idee. And Phelps, I don't care that you just got smacked in the head. You don't call me Finbar. Hä, ich hab gar keinen auf dem Kopf. Ich bin Straßenkämpfer, mein Junge. What do you think?
Ich bin alter Straßenkämpfer. Ich habe ihn fertig gemacht. Ich habe nicht mal einen Boxer abbekommen, ja? Also mal ganz ehrlich. Das war ja eine kleine Milchschnitte, war das. Die habe ich ja locker aufgegessen. Was haben wir denn hier? Irgendwas mit einem Kreuz? Was ist das? Ich kann es so schlecht erkennen. Aber anscheinend nichts Wichtiges. Das ist eine gute Idee, hier mal umschauen. Aha, meiner ist besser. So, wollen wir erstmal zumachen hier? Damit wir nicht gestört werden. So, geht's hier auf? So, trinken. Aber einen schönen Balkon, muss ich sagen, ne? Okay, ist zwar klein ein bisschen klein, aber es reicht. Oh, und die Aussicht ist ganz okay. Du hast zwar ein paar Häuser da, aber... Mein Gott, sind wir hier gerade bei einer Wohnungssuche oder was? Was ist denn mit mir los? Tut mir leid. Küche. Muss ich mich zuerst umgucken? Oh, ich bin so überfordert. Ich will gerne beides gleichzeitig machen. Oh, was haben wir hier? Whisky. Hast du was, Partner? Hier. Eine Bombe. Eine Bombe. Champagner. Können die sich leisten oder was? Da bin ich sauer. Nicht mal ich mit meinem Gehalt kann mir sowas gönnen. Hast schon wieder sie da. Gerade eben erst gegessen. Spaghetti. Bolognese. Ach, ich sehe es ja jetzt schon. This will take some explaining. Ja, das muss er uns unbedingt erklären. Hier ist alles voller Blut. The neighbors took notice of Angel's movements. He's got no alibi. He's toast. Entweder ist es von ihm, weil er sie ermordet hat. Oder er hat sie gefunden. Aber das würde ich erklären, warum er uns angelogen hat. Oh mein Gott, was? Sie ist tot? Sonst hätte er ja schon gesagt, schon zugegeben. Also er ist schon, wie vorher schon gedacht, ganz schön am Arsch. Also er ist schon wirklich der Hauptverdächtige. So, haben wir hier noch irgendwas? Aha. Tabak. Merkwürdig. The El Dorado. Aha. Must be a family favorite. Okay. Also sonst war es ja immer ungewiss. Aber jetzt, wo wir das T-Shirt hier gefunden haben, das ist ja wohl ein Jackpot. So, wir machen mal ein bisschen hier schneller. Wir müssen mal herausfinden, hier, ob wir hier noch irgendwas... Da ist noch eine Kiste. Noch die Schubfächer? Geh nicht. Okay. So, ich weiß, die Kiste ist ja noch da. Ich will nur mal gucken, ob wir hier im Schlafzimmer auch noch irgendwas durchschauen können. Was? Achso, ich dachte gerade, ich kann hier nicht durch. Zu lesen. Oh. Drecksau. Okay, da ist was. Dann gucken wir uns doch erstmal die Kiste an. Ich habe immer Angst, dass irgendwas weggeht. So, Just Picked. Obstmarkt. Just Picked Fruit Market. Aha. Da, wo wir ja hin wollten und was zu war. Dann gucken wir mal noch da. Da sah aus wie so ein Zettel. Was hinter der Tür? Nein. Die Lampe kann weg. Ein Handschuh. Was haben wir hier? Ich
dachte, das ist jetzt irgendwas. Scheiße. Sonst fällt mir gar nichts ein jetzt. Ich dachte, wir haben jetzt alles. Haben wir aber noch nicht. Was fehlt uns denn noch? Keine Ahnung. Unterm Bett vielleicht was versteckt? Aber glaube ich jetzt eher hier jetzt nicht. Wäsche? Vielleicht das T-Shirt mit dem Blut nochmal? Das hier würde mich auch interessieren. Na gut. Irgendwas muss noch hier sein. Ach so, wir müssen da durch die Tür raus. Okay, hier können wir. Doch, hier können wir öffnen. Aha. I wonder if Angel gets all his groceries from this place. Wir wollen ja auch nichts verpassen, ne? Ah, die sind schön sauber abgewaschen. So, und da ist ja das T-Shirt. Aber das haben wir schon gesehen. So, dann können wir hier vielleicht die Nachbarn antreffen. Hä? Eine Polizeimarke? Warum liegt hier eine... Achso, ist wieder so ein Sammelobjekt. Okay, alles klar. Wundere mich gerade. Nee, wir müssen irgendwas übersehen haben noch. Sonst macht es ja immer, wenn man alles gefunden hat, macht es ja so einen Sound. Ha. Ich guck mal weiter. Ja, eigentlich, solange diese Musik ist, diese Geräusche, ist noch irgendwas. Gut, dann gehen wir erstmal zur Tür. Vielleicht müssen wir auch einfach nur die Nachbarn fragen. Okay, die Musik ist auch, wenn wir hier sind. Okay, dann ist es hier. Hallo? LAPD. We're making some inquiries. Make it quick. I worked nights. So you weren't home last night? No, I was at work. You know nothing about Mrs. Maldonado fighting with her husband? Those two? They're always screaming the place down. Thanks. Dankeschön. Tut mir leid. Kann die Tür auch freundlicher zuknallen? I know nothing more about their business. Was? Hat er wieder aufgemacht? So. Dann gucken wir mal hier. Wir gehen mal diesmal ein Stück zurück. Weil, ja. Das war gerade ein bisschen nah. Oh, das war ein bisschen energisch. No good. Nobody here. Weißt du doch nicht. Wir müssen mal ein bisschen doller. Jetzt mal probieren. Ha. Der ist komisch. Er hatte Nachtschicht. Erstmal nerven. So, ein Bildchen vom Pferdchen.
Also wir haben schon mal, die schreien immer alles zusammen. Sorry about that. I'm playing with my kid. LAPD, were you here last night? Yeah. My wife and I are separated, and I had the kids last night. I put them to bed early and went to bed myself. Thanks. Das ist so gemein. Und denn, weil es auch noch VR ist. Jetzt konnte ich mich dran erinnern, als normales Game, da hast du dich ja nicht erschrocken. Das war denn, ach, mein VR steht direkt vor der Tür, Alter. Das könnte ich doch nicht machen. Ich hab meinen Hut verloren vor Schreck. Alter. Ich schwöre. Alter. Alter, hab ich mich zu Tode. Weil, vor allem, du rechnest ja nicht damit. Gerade bei dem Spiel, ich stehe mich da nicht auf VR-Horror ein. Das ist für mich einfach nur so ein Polizeispiel hier. Und dann kommt da sowas, Alter. Oh Gott. Hello. LAPD, ma'am. Did you hear a disturbance last night? Yes. Yes, I did. Mrs. Maldonado lit out of here and her husband ran out after her. You saw this, Miss... Aranda. I had the door open a crack. Did you see Mr. Maldonado come back inside after he ran out? No. I didn't. Thanks. We'll be in touch. I kept thinking you were going to call that one a nosy old hag too, Phelps. Well-executed restraint. I'm executing restraint right now, Finbar. Okay, also sie hat ihn gesehen und er hat jetzt ein Alibi, dass er jetzt, drin geblieben ist, aber kann sie ja nicht wissen, vielleicht redet sie ja nur von der Tür, aber er kann ja an der Seite raus, zur Feuertreppe oder wie heißt. So, wir gucken mal. Nein, so. Alter, habe ich mich erschrocken, Mann, wirklich. Das war heftig, wenn du nicht damit rechnest und es kommt einfach. So eine Ärsche. Sag ich jetzt einfach mal. Aus Spaß, ne? Alibi des Ehrenmanns. Die Nachbarin Mrs. Aranda hat gesehen, wie Angel Antonia gefolgt. Oh, ich habe was falsch verstanden. Tut mir leid. Ich war noch so beschäftigt mit dem Erschrecken, dass ich davon klarkommen musste. Die Nachbarin Mrs. Aranda hat gesehen, wie Angel Antonia gefolgt ist. Also er ist raus und ist ihr gefolgt. Alles klar. Okay, ich habe gerade verstanden, dass, nee, er ist drin geblieben. So ein Arsch. Is that all you needed, Detective? Nee, sie haben mich erschrocken. Das soll ich Ihnen niemals verzeihen. Sie sind verhaftet. Sir? Sie sind verhaftet. Sie haben mich erschrocken. Okay, wir rufen gleich die SWAT-Einheit. Oh, Alter. War das heftig. Wobei halt VR-Horror natürlich auch schon schlimm genug ist, allgemein, ja, VR-Horror richtig. Aber schlimm ist auch, wenn du gar nicht damit rechnest. Das war ja auch bei Blood and Truth. Da gab es auch eine Stelle, die war so ein bisschen leicht an Horror angehaucht, kurz. Wo dann alles dunkel war und so, aber mehr will ich jetzt nicht sagen für die, die es noch nicht kennen. Ja, da waren wir ja links, ne? Gut. Was hätten wir jetzt nicht? Also theoretisch könnten wir jetzt eigentlich die verhören, ne? Oh, ups. What you say? So. Gucken wir mal kurz schnell. Warte. Ach nee, können wir noch gar nicht.
Warum sollten wir nochmal zurück zum Tatort? Warum ist es noch nicht durchgestrichen? Wir haben doch da alles. Und die Bar auch. Vielleicht sollten wir jetzt nochmal Obstmarkt probieren. Vielleicht ist es jetzt. Vielleicht ist es jetzt offen. Der Laden. Komm, steig ein, Großer. Ne? Keule. Kollegen. Keule. Achso. Ich sollte auch den Motor starten. Ja. Ah, erstmal wieder pumpen. Ja, ich schäme mich auch dafür. Nee, irgendwas ist da komisch. Ich kann mit dem rechten rumdrehen, wie ich will. Da passiert nichts. Wenn ich mit links mache, auch nicht. Weil, das ist ja nur die Handbremse. Oh. Eigentlich, soweit ich weiß. Ach komm. Jetzt habe ich mal ganz leicht nur gemacht. Konnten wir eigentlich auch selber? Nee. So, vorwärts. Obstmarkt. Ach, Entschuldigung, jetzt sind wir überholt. Das Blaulicht. Ja, Bremsen ist ja ganz schwerfällig hier. Hey, Polizei hat immer Vorfahrt. Ne? Hör mal. Ach ja. Ja, wenn man bremst, das dauert schon lange, bis man stehen bleibt. Deshalb. Ach, Kollege, unser Job ist schon manchmal ganz schön aufwirbelnd, oder? Ja, ich halt schon die Fresse. Hallo? Ja, hallo! Was? Sie Arschloch! Was fahren Sie denn nicht? Es war doch grün! Es war grün! Wissen Sie, was Sie sind? Hier! Hier, sehen Sie das? Und jetzt fährt auch noch Ihre Frau. Na super, super, sauber gemacht. Ja, jetzt... Ja, ist ja nix. So, fahren Sie bitte, wenn grün ist. Es ist grün, Sir. Wollen Sie mich reizen? Wollen Sie mich reizen? Es ist grün, Sir. Sagen Sie das bitte Ihrer Frau. Hören Sie denn nicht? Wenn es grün ist, müssen Sie fahren. Okay? Schönen Tag noch. Schönen Tag noch, habe ich gesagt. So, Kollege, steck ein. Ach, jetzt steckt die Frau auch noch aus, oder was? Wir haben aber unseren Führerschein im Lotto gewonnen, ne? Steig ein. Scheiße, jetzt auch noch unser Motor aus. Verdammt nochmal, immer diese... So. Ah, jetzt verschwende ich auch noch den Weg. Jetzt steigt die aus und läuft auch noch. Was hat der für eine Frau? Tut mir leid. Das wird jetzt auch nicht heißen, allgemein gegen Frauen. Es gibt viele Frauen, die super fahren, ja? Nur mal angemerkt. Aber die Frau hier, die geht jetzt hin zur Ampel und läuft jetzt über die Fußgängerzone. Will die mich verarschen? Das ist doch die! Was machen sie denn? Sie hören in der Klapse! Nicht der fährt wie Sau. Nein, oh, rot! Ja, Moment. Oh. Können Sie mir sagen, wenn wieder grün ist? Ich kann die Ampel nicht sehen. Ah, ich sehe schon. Danke. So, hier sind wir. Obstdingsterbumster. Immer noch nicht? Was? Ist immer noch zu.